Früh am Morgen ist der Traktor mit dem Anfang des Ofens gekommen. Dies ist das Mixgerät für den Lehm. Als alle Sachen ausgeladen waren, hat der Ofenbauer gleich angefangen, Lehm anzurühren. Als geraden Untergrund haben wir Steinplatten verwendet. Diese haben wir mit Lehm befestigt. Und wir brauchten Holz, viel Holz. Die Steinplatten haben wir mit einem Hammer angeklopft. Schon bald hatten wir einen festen Untergrund. So sah es dann aus, als die Steinplatten befestigt wurden. Auf die Steinplatten haben wir dann einen Holzstapel gebaut. Als der Berg aus Holz fertig war, haben wir die Türe für die Öffnung gemacht. Zunächst haben wir die Lücken zwischen dem Holz mit Sand aufgefüllt, damit es eine glatte, halbrunde Kugel gibt. Dann haben wir alles schön glatt gestrichen, damit es eine schöne Form ergibt. Als nächstes hat der Ofenbauer zwei Reihen Lehmklumpen um den Ofen befestigt. So sah der fertig angemischte Lehm für die Lehmklumpen aus. Schon kamen die ersten Kinder, um ihren eigenen Lehmklumpen zu formen und den Anfangsbuchstaben ihres Namens mit Schablonen hineinzudrücken. Jedes Kind von jeder Klasse ist extra gekommen, um seinen eigenen Lehmbollen zu formen. Es ging relativ schnell, bis der Ofen schon so aussah. Darin hat der Ofenbauer den Lehm angerührt. Die 6. Klasse konnte es dann noch mit einem Juntennetz belegen und Lehm darüber streichen. So sah der Ofen dann von außen aus. Der Ofen ist von außen von der Sonne getrocknet worden. Und von innen ist der Ofen durch Feuer getrocknet. Am Mittag gab es für jedes Kind, welches wollte, ein Stück Flammenkuchen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat unsere Dokumentation über den Pizzaofen gefallen.